Sevim Dardelin vom Bündnis Sarah Wagenknecht war bei Fakt ist vom MDR zu Gast und hat dort über die jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland und über die Frage von Krieg und Frieden diskutiert. Und das schauen wir uns jetzt natürlich zusammen an. Zuerst mal ein Wort zu meiner Perspektive. Ich selbst bin kein Mitglied irgendeiner Partei und auch nicht des BSWs. Ich stehe dem BSW und damit logischerweise Sevim Dardelin aber eher positiv gegenüber, damit ihr so ungefähr meine politische Einstellung einordnen könnt. Ich würde sagen, damit fangen wir auch gleich mit der Reaktion an. Ein Angriffsziel machen. Nun sind die Raketen meines Wissens, oder werden die Raketen, wenn sie denn kommen, meines Wissens nach zur Verteidigung hier stationiert, nicht zum Angriff. Und Kaliningrad ist Luftlinie von uns 500 Kilometer entfernt, Pi mal Daumen. Dort hat Russland bereits seit längerem Hyperschallraketen stationiert. Wir, also nicht nur Deutschland, sondern auch Europa, sind damit doch eigentlich schon Angriffsziel. Nun, wir sind genauso Angriffsziel wie Kaliningrad seitens Luft- oder seegestützter Mittelstreckenraketen durch die NATO genauso bedroht ist oder St. Petersburg und andere Gebiete. Das ist ja das Problem. Es gibt im Moment ein strategisches Gleichgewicht zwischen der NATO, den NATO-Staaten und Russland. Und dieses strategische Gleichgewicht droht jetzt zu kippen zugunsten der NATO-Staaten, auch wenn man darauf hinweisen muss, dass das eine ganz bilaterale, also eine singuläre Geschichte ist zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland, anders als es beim NATO-Doppelbeschluss der Fall war in den späten 70er und Anfang der 80er, ist es eben keine gemeinsame Entscheidung der NATO-Staaten gewesen, also des Bündnisses, sondern es ist eine einsame Entscheidung des Bundeskanzlers gewesen. Und diese Entscheidung haben Bundestagsabgeordnete sowie die Öffentlichkeit aus der Zeitung erfahren. Und ich finde, das ist eine so schwerwiegende Entscheidung, weil sie natürlich dieses Gleichgewicht stört. Man sagt selber, das sind Waffensysteme, die Angriffswaffen sind. Das ist der US-amerikanische Kongress, sagt das zum Beispiel. Und selbst der politische Direktor im Bundesministerium für Verteidigung, Herr Jasper Wieg, sagt das selber, dass diese Waffensysteme uns zu dieser Fähigkeit bringen sollen, Abschussrampen in Russland zu beschießen, bevor überhaupt von dort geschossen wird. Das heißt, also wir sind diejenigen mit diesen Waffen, die als Erste schießen können, mit einer praktisch gar keinen Vorwarnzeit, sodass der andere überhaupt nicht mehr die Zweitschlagfähigkeit hat. Das heißt, also, und das ist ein Grund, wo wir sagen, das ist nicht nur eine Frage des Verfahrens, das ohne Diskussion hier regiert wird. Okay. Und in einer Demokratie muss man mit Diskussion regieren, sondern das ist auch inhaltlich eine schwerwiegende Entscheidung, die unsere nationale Sicherheit Wir werden über all diese Gründe, wir müssen es ein bisschen auseinandernehmen und müssen es auch ein bisschen... Das ist ja interessant. Also mal ausnahmsweise ein anderes Publikum. Also sonst klatscht das Publikum ja immer nur, wenn sich irgendwer pro Aufrüstung äußert, aber beim MDR scheint es ein anderes Publikum zu haben. Denn Dardelin hat sich ja gerade sehr, sehr deutlich gegen die US-Mittelstreckenraketen ausgesprochen, wo es gerade die große Debatte gibt, ob die in Deutschland stationiert werden sollen. Für die Bundesregierung, die einfach so ohne Bundestagsbeschluss hier stationieren will. Und finde ich interessant, dass das Publikum da klatscht. Ein bisschen aufdrehen, weil da ist ja jetzt natürlich ganz viel drin. Vielleicht ein erster Punkt, Herr Neitzel. Also reden wir tatsächlich über ein strategisches Gleichgewicht? Weil es wurde schon angesprochen, Kaliningrad stehen schon länger Hyperschallraketen. Die haben wir noch nicht mal. Die sind hier noch nicht mal fertig entwickelt. Also nein, natürlich haben wir kein strategisches Gleichgewicht. Und jetzt müssen wir auch noch mal auseinanderhalten, weil der NATO-Doppelbeschluss kam. Es geht ja nicht um Atomraketen. Der NATO, das ist das Erste, sind konventionell bestückte Marschflugkörper und Hyperschallraketen. Ja, und da kann man ohne Probleme dann auch Atomsprengköpfe dran machen. Also da spricht überhaupt nichts gegen. Also das ist diese Taktik der schrittweisen Eskalation. In einer sehr geringen Anzahl, nämlich wenn ich es richtig sehe, sind es 16. 16 und da kommen noch ein bisschen Hyperschallraketen dazu. Also wir haben irgendwie 2-3 Dutzend. Und meines Erachtens ist das, also auch von wegen mit Erstschlagfähigkeiten, so, das ist ja hanebüchener Unsinn, aber was es eigentlich geht... Ja, warum ist das Unsinn? Die Hyperschallraketen mit diesen kurzen Vorwarnzeiten, da geht es um Erstschlagfähigkeit. Also auch wenn die Quantität vielleicht noch nicht ausreicht, aber qualitativ geht es darum.
Meines Erachtens. Das ist ja sehr großes Niveau hier. Ja, ja. Muss man als leider sagen. Wissenschaftler ist das vielsagend für sich. Was es eigentlich geht, glaube ich, ist, dass ich glaube, auch mit der Frage Abschreckung können wir uns nochmal schauen, schreckt man damit eigentlich wirklich ab? Ich glaube, der Hintergrund dieser Stationierung, wobei wir alle natürlich nicht eingeweiht waren in diese Gespräche, alle vier hier, ist, dass die NATO Angst hat, dass Russland das Baltikum angreifen könnte. Und dass für diesen Fall diese Raketen vorgesehen sind als Ergänzung zu See- und Luftgeschützten Raketen, also landgestützte Raketen, um sogenannte Deep Strike-Fähigkeiten haben, also tief im russischen Hinterland Flughäfen anzugreifen und dergleichen. Also darum geht es, meines Erachtens. Also für den Fall, das haben wir auch als Ziel ausgegeben, 2028, 2029, wenn es diese Angriffsfähigkeiten wieder geben sollte, da eine Wirkfähigkeit zu haben. Sie zielen nicht auf Kaliningrad. Dafür braucht man sie nicht. Meine Frage gerade im Chat, warum sollte Russland das Baltikum angreifen? Naja, weil da schon das Szenario ist, was in allen transatlantischen Thinktanks seit ungefähr einem Jahr schon rumgeht. Also ich hatte ja letzten Winter ein Video zu DGAP gemacht, wo behauptet wurde, Russland plane, im Baltikum einzumarschieren und NATO-Territorium zu besetzen, um die NATO zu erpressen. Also so ein ganz, ganz kruder Plan. Also Russland riskiert einen Atomkrieg, einfach um zu demonstrieren, wie schwach die NATO wäre. Russland quasi unterstellt wird, vollkommen wahnsinnig zu sein. Darum geht es hier im Kern. Also die NATO, die verteidigt sich nur und die muss jetzt Erstschlagsfähigkeit aufbauen, weil Russland so wahnsinnig ist, dass es einen Atomkrieg riskieren würde, nur um ein paar Quadratkilometer von Estland zu besetzen. Denn konventionell, das wissen natürlich alle, hätte Russland gegen die gesamte NATO keine Chance. Es ist... Selbst wenn es nicht zu einem Atomkrieg käme, was schon hochspekulativ ist, selbst dann würde das aus russischer Perspektive überhaupt keinen Sinn ergeben, so einen Krieg zu starten, da ein 140 Millionen Einwohnerstaat gegen ein Militärbündnis mit einer Bevölkerung von über 700 Millionen oder ich weiß nicht exakt wie oder über 800 Millionen, wie viele Einwohner in den NATO-Staaten insgesamt leben, weil das langfristig natürlich niemals eine Chance hätte. Also ja, es ist ziemlich absurde Propaganda, die aus dem transatlantischen Lager jetzt schon seit einem Jahr durch alle Medien gereicht wird. Daher auch diese Äußerung von Pistorius, wir müssen in 5 bis 8 Jahren kriegstüchtig werden. So, dann also, ein anderer schreibt im Chat gerade, ich stelle fest, die NATO will unbedingt Krieg. Ja, das ist jetzt die böse, böse Verschwörungstheorie, die du daraus spinnen könntest, dass solche absurden Szenarien entworfen werden. Also ja, glaube ich auch. Ich glaube, es geht darum, uns auf zukünftige Stellvertreterkriege in Osteuropa vorzubereiten. Jetzt nicht mit der Stationierung dieser Mittelstreckenraketen, das dient wahrscheinlich wirklich der Abschreckung von Russland. Also, dass man Russland jetzt wirklich zeigt, wir meinen es ernst, wir sind bereit, eher die nukleare Vernichtung der Menschheit zu riskieren, um euch in die Schranken zu weisen. Aber ja, diese ganzen anderen Maßnahmen zur Aufrüstung, die dienen der Vorbereitung von Stellvertreterkriegen. Es ist noch so, dass es natürlich in der Tat eine viel begrenztere Zahl ist als im NATO-Doppelbeschluss. Da ging es um 108 Pershing 2 und über 400 plus Missiles. Die Zahl ist viel geringer. Und es ist eher sozusagen ein Hinweis der USA. Ja, wir stellen euch diese Fähigkeiten bereit. Aber die Europäer haben ja gesagt, wir wollen das potenziell selber sagen. Wir haben eine ganz kurze Wir haben nur eine ganz kurze Erklärgrafik vorbereitet, damit man mal weiß, um was es eigentlich geht, damit also jeder Zuschauer so ein bisschen auf dem Laufenden ist. Die US-Regierung will ab 2026 in Deutschland Tomahawk-Marschflugkörper, Flugabwehrsysteme sowie Überschallwaffen stationieren. Tomahawk-Raketen haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern und könnten damit weit nach Russland hineinfliegen. Die Überschallraketen werden noch entwickelt. Sie sollen sehr schnell und manövrierfähig sein und deshalb nur sehr schwer abzufangen. Diese Stationierung soll nur zeitweilig erfolgen. Langfristig will Deutschland weitreichende Waffensysteme mit anderen europäischen Ländern produzieren. So, das ist jetzt quasi das, was wahrscheinlich vor uns liegt, also was zumindest geplant ist im Moment. Stand jetzt, könnte man so sagen. Herr Alt, Fähigkeitslücke, beziehungsweise das Zweite, was wir haben, Angriff. Also das sind Angriffswaffen. Lässt sich ja schwer wegreden.
Also die NATO beschäftigt sich seit 2019 spätestens mit dem Schließen von diesen Fähigkeitslücken. Russland hat seit ungefähr 2014 Iskander stationiert. Ich habe von 2019 bis 2021 zwei Jahre in den schwedischen Streitkräften verbringen dürfen. Und die haben sich schon damals sehr, sehr intensiv damit befasst, dass sie jeden Tag von Kaliningrad aus getroffen werden können in ihrer Hauptstadt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was wir für ein Waffenarsenal in Kaliningrad stationiert haben und auch in Belarus, dann können wir einfach sagen, wenn Sie sich das vorstellen, ganz praktisch, dass jetzt in diesem Moment Russland bis Madrid gehen könnte mit seinen Waffen und Ziele angreifen könnte, jetzt in diesem Moment. Und Politik ist dafür da, um Probleme zu lösen für die Menschen. Und sie erwarten, dass wir verantwortlich handeln. Wenn wir also diese Fähigkeit jetzt sehen und diese Gefahr jetzt auch sehen, die uns dort droht, bis nach Madrid, wie gesagt, ganz Europa, der ganze europäische Kontinent, außer Südspanien, dann müssen Sie einfach sagen, können Sie es verantworten, als Politiker zu sagen, wenn ein solcher Angriff erfolgen sollte, was wir nicht hoffen, haben wir keine Antwort darauf? Ich könnte es nicht sagen als Politiker. Ich möchte eine Antwort darauf haben, weil mein Auftrag ist, die deutsche Bevölkerung zu schützen. Herr Richter, ich habe das Wort Fähigkeitslücke gerade gehört. Also es geht hier, wie gesagt, um Erstschlagskapazität. Macht euch jetzt mal klar, was er hier gerade sagt. Er verteidigt die Stationierung von Raketen, die dazu gedacht sind, Russland zuerst anzugreifen. Und sagt dann, das sei dazu da, um die Bevölkerung zu schützen. Also mal angenommen, er würde jetzt in Russland ernst genommen werden. Mal angenommen, er wäre jetzt ein amerikanischer Politiker. Das ist er nicht. In Russland wird man wahrscheinlich über das lachen, was er jetzt hier sagt. Aber es klingt für mich, also würde für mich, wenn ich Russe wäre, so klingen, okay, scheiße, ein Erstschlag, der liegt auf dem Tisch. Der liegt im Bereich des Möglichen. Ihr müsst euch jetzt mal wirklich klar machen, wie hier gerade mit dem Feuer gespielt wird. Was diese Äußerung, wenn man sie zu Ende denkt, was die tatsächlich bedeutet. Ich würde es gerne an Sie weitergeben, weil das ist das Argument, was sehr oft kommt. Wir haben hier eine Fähigkeitslücke. Haben wir die tatsächlich? Ich war Operateur sehr lange Zeit in meinem Leben. Und man kann natürlich sagen, wir brauchen unbedingt Fähigkeiten, die 1:1 das Arsenal des Gegners spiegeln. Man kann aber auch anders herangehen und so bin ich herangegangen und viele andere auch. Das war ganz normal. Wir müssen Ziele abdecken können und das können wir. Nur mal um ein paar Zahlen zu nennen. Ich glaube, wir müssen auch Begriffe klären hier. Die NATO hat allein in Europa, und ich zähle nicht das, was in den USA oder sonst wo steht, 2200 modernste Kampfflugzeuge, überwiegend weit moderner als das, was Russland im Moment hat. Und das wird täglich dezimiert, wie wir wissen. Die Russen haben zwischen Murmansk und Wladiwostok oder von der NATO-Grenze, wenn sie so wollen, bis zur chinesischen Grenze 1200 Kampfflugzeuge. Auch natürlich mit den Marschflugkörpern beider Seiten. Aber wir haben beide diese Fähigkeiten und wir haben sie in ausreichender Zahl. Wir können mit Marschflugkörpern, Abstandswaffen, die wir ja haben, ob seegestützt oder luftgestützt, die operativen Ziele abdecken. Das ist meine Überzeugung von der Fähigkeitslücke. Trotzdem will ich nicht in Zweifel stellen, dass es da vielleicht zusätzliche Fähigkeiten geben würde. Aber dann müssen wir überlegen, ob die zusätzlichen Fähigkeiten, die wir schaffen, nicht auch strategische Risiken bergen. Da kommt meine Argumentation ins Spiel. Wir decken mit diesen Raketen, und übrigens der Vergleich mit 1979 ist natürlich völlig falsch, weil auch in die Iskander, die in Kaliningrad steht, ist in der Zahl weitaus geringer als das, was wir, sagen wir mal, 1979 an SS-20 in Europa hatten. Mit Brigade, 1800 weitreichenden, 5000 Kilometer weitreichenden Waffen. Es gibt dort 12 Launcher, 24 Raketen, die abgeschossen werden können. Und so wie wir befürchten, dass das insgesamt Polen abdecken kann und die baltischen Staaten, so können wir auch oder sind wir in der Lage, mit unseren überlegenen Waffen diese Ziele alle abzudecken. Also die Fähigkeitslücke sehe ich nicht, aber ich möchte ganz gerne, wenn Sie erlauben, über das strategische Gleichgewicht reden, weil ich glaube, hier geht ein bisschen was begrifflich durcheinander. Ich würde ganz kurz noch mal nachhaken, weil Herr Alt, Herr Neitzel, wir sind ja Teil der NATO, wir sind ja nicht allein. Deutschland ist ja jetzt nicht allein auf weiter Flur. Das heißt, ist das nicht ein Punkt, dass man sagt, Fähigkeitslücke haben wir nicht, weil wir haben ja Frankreich, wir haben Großbritannien mit Atomwaffen. Ganz ehrlich, die Gästeauswahl gefällt mir heute bei dieser Sendung hier. Man hat mit Sönke Neitzel einen Experten, der eher pro Aufrüstung ist, jetzt mit Wolfgang Richter einen, der eher dagegen ist. Aber man hat ja auf jeden Fall Leute, die sich mit den Themen auskennen. Nicht irgendwelche Politiker, die nur Unsinn reden. Also jetzt unabhängig, wie man zu den beiden steht. Das
ist ja erstmal was Positives, dass man beide Seiten einlädt und dann auch wirklich Leute, die sich mit den Themen auskennen. Fähigkeit, wir haben alle Möglichkeiten abzudecken mit der NATO, das Problem in Anführungsstrichen Russland. Ja, aber wir haben also eine Situation gehabt, wo wir uns im INF-Vertrag darauf geeinigt haben, dass es gewisse Waffenkategorien nicht mehr gibt auf dem europäischen Kontinent. Darum haben also auch Großbritannien und Frankreich eben solche Waffen nicht mehr. Ich glaube, Frankreich 1998 hat die letzten außer Dienst gestellt. Ganz auf kurz, jeden Fall, der INF-Vertrag ist der Abrüstungsvertrag, ja, nur ganz kurz. Auf genau. Auf jeden Fall ist es eben so, dass wenn wir jetzt sagen, wir haben eben eine gewisse Fähigkeit nicht, man kann die in Kontinentaleuropa auch nicht kompensiert werden durch andere NATO-Staaten. Das ist ja nicht so, dass wir etwas extra machen, sondern die NATO hat eine Fähigkeit angefangen zu planen, die es in Kontinentaleuropa eben nicht mehr gibt aufgrund der Rüstungskontrollverträge. Diese wurden dann gekündigt durch die USA aus gewissen Gründen, 2018, glaube ich, durch Präsident Trump. Und jetzt sind wir auf der Stufe, wo wir sagen, Russland hat ein gewisses Arsenal an konventionellen und auch an nuklearen Waffen in Kaliningrad stationiert. Und wir haben das eben nicht und wir möchten konventionell Marschflugkörper hier stationieren. Also wir gehen quasi nicht in eine Rüstungsspirale, sondern wir gehen auf der Treppe auf dieselbe Höhe hoch, auf der Russland jetzt steht. Und die Herr Richter hat es gesagt, ja, man kann darüber streiten, ob See- oder luftgestützte Marschflugkörper quasi das ausgleichen können. Dennoch haben aber landgestützte Körper einen operativen Vorteil in der Schnelligkeit, in der Umstationierung, weil die lade ich quasi auf einen Laster und fahre sie dann dahin, wo ich sie brauche. Die sind präziser. Also habe ich schon einen gewissen Vorteil, wenn ich diese Systeme habe, gegenüber jemandem, der sie eben auf einer Fregatte verlegen muss. Nun reden wir hier, genau. Darf ich dazu noch mal was sagen? Gleichgewicht. Erstens, ich glaube, wir müssen wirklich Begriffe klären. Der INF-Vertrag hat nur die Amerikaner und die Russen oder die Sowjetunion damals gebunden. Es geht hier um einen Vertrag. Genau. Es geht hier um einen Vertrag, ich bitte um Entschuldigung, dass ich hier eine Abkürzung verwende, der Mittelstreckenraketen, landgestützte Mittelstreckenraketen verbietet in einem Reichweitenspektrum zwischen 500 Kilometern und 5500 Kilometern. Diese Waffen wurden abgeschafft und sie sind aus Deutschland verschwunden, auch aus den anderen Stationierungsländern, spätestens die letzten 1991, aber operativ sind sie eigentlich schon 1989 verschwunden. Das ist der Zeitrahmen, mit dem wir jetzt messen. Und jetzt führen wir diese Waffen in dem Reichweitenspektrum bis zu 3000 Kilometern, also ganz richtig war das, was Sie vorhin eingangs gesagt haben, nicht die hypersonische, also Hypersonic Weapon heißt das, oder Long Range Weapon. Der Amerikaner ist getestet und sie ist einsatzbereit, sie ist in Dienst gestellt. Also sie wird nicht erst erfunden, sie ist da und sie soll 2026 kommen. Sie kann in der Tat, da stimmen wir überein, sie kann aus verdeckten Stellungen in kurzer Zeit eine Reichweite von 3000 Kilometern erreichen, das heißt bis zum Ural. Und damit kann sie, und hier kommt mein Punkt, damit kann sie strategische Ziele treffen, die auch einen Einfluss haben auf das strategische Gleichgewicht zwischen den Amerikanern und den Russen. Das geht hier nicht um die europäische Sicherheitsarchitektur. Da ist meine Befürchtung, dass das zum Rüstungswettlauf führt, dass das das Ende der Rüstungskontrolle sein wird. Aber können wir uns denn, also Entschuldigung, wenn ich da einhake, aber können wir uns abkoppeln? Herr Neitzel, Frau Dahl, können wir uns abkoppeln? Ja, also vor allen Dingen müssen wir ja sehen, wie Russland aufrüstet. Sie kennen die Zahlen besser als ich massiv. Und da kann man ja nicht sagen, wir leben in der Zeit von Rüstungskontrolle. Diese Zeit ist längst vorbei. Also da müssen wir doch so mal die Realität sehen. Sie haben ja auch gesagt, 2200 Kampfflugzeuge. Aber Herr Richter, Sie wissen das ja besser als ich. Also was da an alten... Wie Russland aufrüstet, da kann man ja einfach die Zahlen nehmen. Die NATO-Staaten geben zusammen jetzt 10-mal so viel Geld für Rüstung aus wie Russland, obwohl Russland eine Kriegswirtschaft implementiert hat. Und vor Beginn des Ukraine-Krieges hat Russland eher abgerüstet. Also es ist mitnichten so, dass Russland jetzt so viel mehr Geld für Rüstung ausgeben würde als wir hier, sondern ganz im Gegenteil. An alten Flugzeugen noch ist und was auch vor allen Dingen an Nichtmunition da ist. Und Sie wissen genau die Fähigkeiten. Ohne die Amerikaner sind die NATO-Staaten überhaupt nicht fähig, einen Luftkrieg nach Russland hineinzuführen. So. Ja, ne? Also da müssen wir so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wo wir ja diskutieren können, ist ja die Frage, welche Folgen wird das haben? Und wird Russland abgeschreckt oder welche Folgen? Da müssen wir uns mit der Macht der Perzeption beschäftigen. Nicht? Und weder die Russen haben die NATO durch die SS-20 abgeschreckt, noch die NATO durch die Cruise Missiles, weil man das eigentlich immer nur als beide Seiten als Angriff interpretiert haben. Das kann man sicherlich interpretieren. Aber wir haben ja auch manchmal dann so Wirtschaftsvergleiche. Wie viel Geld gibt die NATO aus oder die europäischen NATO-Staaten? Entscheidend ist ja, muss ich Ihnen als Militär nicht sagen, die Kampfkraft, die man erzeugt. Und die ist in Europa eben leider
leider erbärmlich gering, nicht mit dem, was man wirklich erzeugen kann. Mit der USA ist es eine andere Frage, aber die USA haben eben auch keine Schiffe in der Nordsee stationiert. Das würde sich dann ändern, wenn man jetzt diese drei Handvoll Raketen stationiert. Und das ist vor allen Dingen aus meiner Sicht ein politisches Signal. Ich würde ganz gern dazu noch mal was sagen. Nicht ganz zu tief in die Waffengattung einsteigen. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht um das Prinzip. Wir schaffen uns jetzt zum ersten Mal seit 1989, oder nicht wir Deutschen, aber wir erlauben den Amerikanern von deutschem Boden aus russisches Territorium direkt zu bedrohen, mit diesen operativen Vorteilen, da stimme ich völlig zu, verdeckte Aufstellung, 10 Minuten bis Moskau bei den Hyperschallwaffen und die Reichweite reicht bis zum Ural. Und in diesem Bereich liegen wichtige strategische Ziele, die für das amerikanisch-russische Gleichgewicht von großer Bedeutung sind. Und das ist festgelegt nach dem Prinzip der gegenseitigen Vernichtungsfähigkeit, setzt aber voraus, dass man den Erstschlag theoretisch nicht verstärkt und dass man zweitens einen Gegenschlag, der dann folgen würde, weil man sich ja gegenseitig abschreckt, nicht abfangen kann. Diese Störfaktoren werden derzeit diskutiert zwischen Amerikanern und Russen. Komischerweise sind die Amerikaner in der Lage, diese Dinge zu trennen und wir offenbar nicht. Aber man muss den Zusammenhang verstehen. Und das führt zu dem Punkt, den ja auch ein politischer Direktor im Verteidigungsministerium erklärt hat, dass wir dann in der Lage sind, russische Raketen zu treffen, bevor sie abgeschossen werden. Das passt in kein politisches Szenario. Wir schießen doch nicht zuerst. Und hier kommt die Perzeption der anderen Seite. Auch an der Stelle können wir uns treffen. Perzeptionen spielen eine große Rolle in der Politik, für die Strategie, für die Abschreckung, aber auch für die Rüstungskontrolle. Jetzt, und da sind wir gerade dabei, die kaputt zu machen. Jetzt nehme ich noch mal das Wort. Perzeption auf, also für alle da draußen. Es bedeutet also quasi die Spiegelung, also dass man jemanden, wenn man so will, provoziert, in dem Fall unter Umständen Wladimir Putin. Frau Dardelen, jetzt ist diese Stationierung der US-Luftwaffen, der Raketen hier in Deutschland schon bei der Landtagswahl, bei den drei Landtagswahlen, ein sehr großes Thema gewesen. Das hat die Leute bewegt. Es hat auch dazu geführt, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht durchaus auch mit diesem Thema Wahlkampf gemacht hat. Landtagswahlkampf. Nun kann man das auf Landtagsebene nicht entscheiden. Und wir sehen ja, wie komplex dieses Thema ist. Also wie wahnsinnig schwierig es ist, durch diese ganzen Waffengattungen sich zu navigieren, zu überlegen, wer sind die verschiedenen Seiten, dass es keine einfachen Antworten darauf gibt. Kann man dafür, das BSW würde das gern, tatsächlich eine Volksbefragung machen? Ja, also ich bin keine Technikerin wie Herr Neitzel hier oder sowas. Ja, ich bin Politikerin. Das ist ja auch ein geniales Argument. Das ist viel zu kompliziert, dieses Thema. Deswegen ist es überhaupt eine gute Idee, da das Volk zu fragen? Sollten das nicht die Politiker entscheiden? Ja gut, also das Volk, das ist offensichtlich zu blöd. Also so hat sie das gerade nicht gesagt, aber das meint sie letztlich. Wenn sie sagt, das Thema sei zu komplex fürs Volk, also das Volk ist zu blöd, um über dieses Thema zu entscheiden. Aber andererseits soll das Volk trotzdem in der Lage sein, Politiker zu wählen, die dann über dieses Thema entscheiden. Das ist ein Widerspruch in sich. Also das ist gerade ein Fundamentalargument gegen Demokratie, was die Moderatorin hier gerade macht. Also nach der Logik könnte man alle Wahlen abschaffen. Und dieses Argument lässt sich gegen Parlamentswahlen tatsächlich noch viel, viel stärker in Position bringen als gegenüber einer simplen Ja-Nein-Frage, die bei Volksabstimmungen gestellt werden wird. Also wie soll eine Bevölkerung, die nicht in der Lage ist, bei einer einfachen Sachfrage Ja oder Nein zu wählen, wie soll die dann kompetent über die Politiker entscheiden, wie dann diese Frage entscheiden sollen? Das ergibt vorne und hinten keinen Sinn, diese Argumentation. Es sei denn, man denkt sie zu ihrem antidemokratischen Ende, aber das sind solche Gegner von direkter Demokratie nie bereit zu tun. Und trage Verantwortung und schulde auch Rechenschaft der Bevölkerung. Das ist ja eine so schwerwiegende Entscheidung der nationalen Sicherheit und auch der demokratischen Souveränität. Also um das mal politisch einfach zu übersetzen. Allein die US-Administration wird die Entscheidungsfreiheit haben, die Verfügungsgewalt haben über diese Waffen. Aber das Risiko wird die Bevölkerung in Deutschland tragen. Und das ist ein Kern sozusagen unserer demokratischen Souveränität. Und es macht auch es hat auch Auswirkungen auf die nationale Sicherheit, weil es uns zu einem Zielland macht
wenn Russland davon ausgeht, dass diese Waffen zum Einsatz kommen könnten, könnten sie uns atomar sozusagen angreifen. Und das wird uns allein nur uns zum Ziege mitmachen, weil sie gesagt haben vorher, kann man uns abkoppeln. Das Problem ist ja, wir sind ja völlig isoliert. Wir sind ja isoliert, weil wir nur allein dieses Risiko tragen und auch die Lasten, kein anderes Land innerhalb der NATO oder Europas. Und wir sagen, wir möchten bei so einer schwerwiegenden Entscheidung, viele Bundestagsparteien haben ja immer in ihren Wahlprogrammen stehen, dass sie dafür sind, dass es Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Bevölkerung gibt. Wir sagen, wir wollen hier eine Volksbefragung. Wir werden das auch das Thema bei den Bundestagswahlkämpfen zum Thema machen. Und die Bundesländer haben natürlich auch eine, das ist natürlich eine existenzielle Frage von Krieg und Frieden. Sie sind auch betroffen. Im Kriegsfall wird es ja auch nicht nur Wiesbaden vielleicht treffen, wo die Zentrale sozusagen dieser Waffensysteme des Konzeptes ist, sondern es kann ja auch jeden anderen Bundesland, jedes andere Bundesland treffen. Deshalb geht es uns alle an und deshalb sagen wir im Interesse unseres Landes, im Interesse unserer Bürger, wir wollen eine Volksbefragung, das haben wir beantragt in der, im Bundestag und ich finde es ja, schade, dass all die anderen Parteien negativ sich dazu geäußert haben, obwohl sie ja selber immer dafür sind, in ihren Wahlprogrammen zumindest, dass man die Bevölkerung an wichtigen politischen Entscheidungen mit beteiligen lässt. Herr Alt, zwei Punkte. Punkt eins. Man kann einfach billige Luftbuchungen machen, die leider sehr, sehr populär sind. Wir haben nach Artikel 29 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes nur die Möglichkeit, Volksentscheidungen herbeizuführen bei Neugliederung von Ländern. Alle anderen Volksbefragungen auf Bundesebene. Unsinn. Volksabstimmung kann man auch in größerem Maß durchführen, wenn das politisch gewollt ist. Also das ist tatsächlich der Fall, der explizit im im Grundgesetz genannt ist. Aber man kann natürlich Volksabstimmungen auch ausweiten. Also sein Argument ist jetzt gerade, es steht nicht in den geltenden Gesetzen, also gibt es das nicht. Ja, aber man kann doch die Gesetze ändern. Aktive Volksbefragungen, die möglich sind laut Grundgesetz. Sind tatsächlich nicht vorgesehen. Doch, das ist die herrschende im Grundgesetz steht, die Bevölkerung oder das Volk übt seine Souveränität durch Wahlen und Abstimmungen aus. Also Abstimmungen werden explizit als ein Mittel der demokratischen Mitbestimmung des Volkes genannt im Grundgesetz. Die Frage ist dann, wo gibt es konkret Abstimmungen? Da nennt das Grundgesetz jetzt eine Grundgesetzänderung, eine Neuauflage der deutschen Verfassung und die Neugliederung von Bundesländern. Aber man kann ja neue Fälle einführen, wo Volksabstimmungen stattfinden müssen. Sie haben außerdem gesagt, dass Deutschland isoliert wäre. Wir sind eine Drehscheibe Deutschland. Wir liegen mitten in Europa. Wir sind also mit Belgien, mit den Niederlanden und Deutschland gemeinsam militärisch als zentraler Hub für alle NATO-Operationen da. Wir sind bereits exponiert. Also wir werden nicht exponiert durch Mittelstreckenraketen, sondern wir sind exponiert. Und darum sind wir auch, darum müssen wir uns auch verteidigen können, müssen Bedrohungen abwehren können. Frau Daudelin, also wir haben einen Auftrag auch nach Artikel 87 im Grundgesetz uns zu verteidigen. Und ich kann nur sagen, Ihre Partei und auch als sie noch in der Linken waren, sie haben keiner einzigen Vorlage im Verteidigungsausschuss, nicht mal für Lastwagen und sonstige Dinge, also die völlig dual-use sind, haben sie zugestimmt. Also sie handeln verantwortungslos, indem sie die Bürger aussetzen einer Gefahr und dafür sorgen, dass die Streitkräfte nicht einsatzfähig sind. Wir wollen eine Armee sind. Im Einsatz. Wir wollen eine Verteidigungsarmee. Ich möchte auch Frieden, sie genauso wie Sie. Und man muss sich auch vorbereiten wir darauf. Sind für aber die beste Lösung wäre doch dann, wenn alle Amerikaner Europa verlassen würden. Wäre das Ihr Ziel? Würden Sie sagen, weil dann sind wir auch kein Ziel mehr. Ja, das wäre eine gute Lösung. Was spricht denn dagegen? Nein, es geht doch. Also, wir haben 2010 im Deutschen Bundestag. Ja, das wäre. Obwohl, lassen wir Sie mal ausreden. Haben wir mit einer übergroßen Mehrheit entschieden, die Volksvertreter haben entschieden mit einer großen Mehrheit, dass die US-Atombomben aus Deutschland abgezogen werden sollen. Und ich stehe zu dieser Entscheidung. Es ist aber eine Schande, dass dieses demokratische Votum des Bundestages bis heute nicht umgesetzt wurde. Wir reden jetzt ja nicht um Atombomben. Wir reden um Darf ich mal dazwischen reden? Nachdem hier alle dazwischen reden, ich glaube, wir müssen zurückkommen zur Essenz dieser Diskussion. Es geht um diese Waffen und nicht so sehr um Parteipolitik oder Waffen. Vielleicht genau. Das will ich jetzt erklären. Man sagt immer gerne, das hat gar keine Auswirkung auf das strategische Gleichgewicht, weil es sei ja nur konventionell. Das ist ein großer Irrtum. Wir haben 1979, und ich weiß, wovon ich rede, ich komme aus der nuklearen Planung,
Abweichungen vom Zielpunkt bei den Raketen gehabt, die in Kilometern gemessen worden sind. Wir haben heute Präzisionsraketen, da misst man das in Metern, in 10 bis 30 Metern und bei den ganz guten sogar unter 10 Metern. Das heißt, auch konventionelle Waffen können in das strategische Gleichgewicht eingreifen. Und natürlich muss man die Perzeption der anderen Seite berücksichtigen, denn das könnte Missverständnisse auslösen und vor allen Dingen wären wir in der Krise, und darum geht es, nicht im Frieden jetzt, sondern in einer Krisenzeit, wenn die andere Seite glaubt, der Krieg ist unvermeidbar, dann wird man solche Waffen rausnehmen, zumal ja die eigene, also die, das Verteidigungsministerium gesagt hat, wir müssen in der Lage sein, die russischen Waffen zu vernichten, bevor sie abgeschossen werden. Was ist das für eine Logik? Das passt in kein politisches Szenario. Hier habe ich ein Problem. Ich bin doch Operateur gewesen. Ich bin ja nicht gegen Abschreckung. Ich will, dass die Bundeswehr gestärkt wird. Aber doch mit den richtigen Mitteln und nicht mit Mitteln, die den Amerikanern hier aus deutschem Boden heraus die Möglichkeit geben, eine strategische Bedrohung herzustellen. Das ist doch der eigentliche Punkt. Ich nehme den Punkt gleich noch mal auf, Herr Arzt. Ich würde nur gerne, Stefan, unsere MDR-Frag-Community einfach mal mit reinholen. Einfach auch über die Debatte der Debatte. Ich finde es ganz gut. Absolut. Und es ist bemerkenswert leidenschaftlich, wie hier miteinander diskutiert wird. War eine interessante Debatte, aber ich glaube, die MDR-Frag-Community, die brauchen wir uns nicht anbohren. Wir machen gleich mal weiter. Eine gewählte Abgeordnete der Bundesrepublik Deutschland. Mein Ansprechpartner ist die Bundesregierung. Ich muss doch an die Bundesregierung adressieren, welche Politik sie unterlassen soll und welche Politik sie gut ist, sie gut macht und welche sie unterstützen kann. Ich habe auch, wir haben Appelle auch an andere Regierungs- und Staatschefs. Aber Fakt ist doch, wir sind hier gewählte Abgeordnete. Und unser Ansprechpartner ist die Bundesregierung. Und ich halte die Politik der Bundesregierung für falsch. Und sie ist nachweislich gescheitert, zu glauben, dass man Frieden erreichen kann in der Ukraine durch immer mehr Waffen und durch immer schwerere Waffen. Okay. Das ist nachweislich gescheitert. Herr Neitzel, ich habe noch mal geguckt. Russland hat eine lange Liste von begonnenen Expansionskriegen. Wir haben Tschetschenien 2000, Georgien 2008, Ukraine 2014, 2020. Das sind diese berühmten Desinformationen. 2008, der Krieg, der wurde von Georgien begonnen. Georgien ist dort in der Teilrepublik Südossetien einmarschiert, wo russische Friedenstruppen stationiert waren. Also Georgien hat russische Friedenstruppen, die eigentlich dazu gedacht waren, die beiden Konfliktparteien auseinanderzuhalten, angegriffen. Völkerrechtswidrig, was Georgien da übrigens gemacht hat. Also die russischen Truppen befanden sich legitimerweise durch einen internationalen Vertrag da. Also, die Moderatorin sagt, Russland hat eine ganze Reihe von Expansionskriegen. Ja. 23. Kann man irgendwann davon ausgehen, dass Schluss ist? Also, wir alle, niemand hier von uns im Raum kann Putin in den Kopf schauen. Und die große 1-Million-Dollar-Frage ist ja, was wird Putin in Zukunft tun, wenn er in der Ukraine reüssiert oder nicht reüssiert? Und die andere Frage ist, wie ist dieser Konflikt eigentlich zu erklären? Und das haben wir ja auch im Publikum hier gesehen. Und da stellen sich letztlich zwei Positionen gegenüber mit Überschneidungen. Die einen sagen, so schön formuliert, der Russe hat sich zurückgezogen, soll es der Amerikaner auch machen. Das ist genau die Haltung Russlands immer gewesen, weil Russland schon nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht verstanden hat, warum die USA in Europa blieben. Die USA in Europa bleiben, hat. Ja. Und die USA wollten in Europa bleiben, weil die USA einen Kalten Krieg wollten. Also, wenn es nach der Sowjetunion gegangen wäre, dann hätte der Kalte Krieg, eventuell hätte der gar nicht erst stattgefunden oder er wäre schon sehr viel früher beendet worden. Die USA wollten diesen Kalten Krieg. Putin in all seinen Reden seit 2001, erinnern uns an die Rede im Bundestag, der Sicherheitspakt von Vladivostok bis Lissabon, nicht bis San Francisco, immer gefordert. Dann wieder im November in den letzten Forderungen. Nur das, kann man auch Ihnen sagen, ist mit dieser Bundesrepublik, zumindest wenn sie nicht vom BSW in der AfD regiert wird, nicht verhandelbar. Es ist nicht verhandelbar, es war immer in der DNA der Bundesrepublik Deutschland drin. Es ist die Westbindung an die USA. So, und das ist ein großes Problem, sozusagen, ist eigentlich, hätte man das aufgegeben, dann hätte man sicherlich eine Koexistenz mit Russland finden können, aber das ist nicht verhandelbar. So, und jetzt ist die große Frage, die können wir alle nicht beantworten, wir können alle Putin nicht in den Kopf schauen.
Was sind eigentlich die Pläne? Wie weit gehen die? Meine Interpretation ist die, dass es natürlich nicht um den Donbass geht und nicht um die Ukraine, sondern dass es letztlich ein Systemkonflikt ist. Zwischen der liberalen Ordnung und einer autokratischen Ordnung Putins, und dass wir diesen Clash gerade erleben. Herr Alt, Sie sind auch Ostdeutscher. Ich frage das. Eine autokratischen Ordnung. Das ist ja generell eine ziemlich alberne Dichotomie. Also, ja, was soll diese autokratische Ordnung eigentlich sein? Also schauen wir uns doch mal an, welche Länder jetzt in der BRICS dem Westen gegenüberstehen. Das sind Brasilien, das ist eine Demokratie nach westlichem Vorbild. Das ist Indien, ist eine Demokratie nach westlichem Vorbild. Südafrika, ist eine Demokratie nach westlichem Vorbild. Also das zeigt doch schon mal, dass diese Erzählung von liberalen westlichen Demokratien gegen diese ganzen Autokratien, dass die so nicht stimmen kann. Wenn die Hälfte der Länder, die in der BRICS sind, auch Staaten sind, die nach dem liberalen westlichen Ideal geformt wurden, die also das gleiche System haben wie der Westen, nur halt andere realpolitische Interessen. Also das zeigt doch, dass das kein Kampf von Autokratien gegen Demokratien, sondern einer von Aufsteigern gegen die bisherig mächtigen Staaten ist. Weil wir gesehen haben, dass gerade hier im Raum viele Leute, ne, wir sind unter uns, wenn man das so schön sagen möchte. Und es ist so ein bisschen dieses Gefühl, wir haben alle, wir sehen hier eine große Spaltung in der Gesellschaft. Also wir sehen eine große Ausdifferenzierung. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kriegt man das eigentlich, also Sie haben ja gehört, also hier wird technokratisch argumentiert, wie kriegt man das eigentlich vermittelt? Wie kriegt man die Menschen, die Befürchtungen haben, die Ängste haben, mit ins Boot? Also ich habe solche Debatten in meinem Wahlkreis auch nahezu jede Woche oder eigentlich fast jeden Tag, wenn ich draußen bin mit meinem Wahlkreisbus über die Dörfer fahre. Diese Debatten Es wird im Chat auch gerade geschrieben, man könnte sich jetzt auch die westliche Seite ansehen. In Israel, ein Ethnostaat, der Foltergefängnisse betreibt, der riesige koloniale Besitzungen hat, wo die Bevölkerung komplett rechtlos ist und nach vertrieben wird, wo in Gaza gerade ein Völkermord stattfindet, also wo die Bevölkerung auch unter Militärbesatzung lebt. Dann die Ukraine, ein Staat, wo quasi alle bürgerlichen Freiheiten abgeschafft wurden, wo die Regierung sich ohne Wahlen, ohne freie Presse, mit massiven Repressionen weiter an der Macht hält. In Moldawien, wo einfach so oppositionelle Parteien verboten werden, wo kurz vor den Wahlen, das war glaube ich beim Kommunalwahlen, 1000 oppositionelle Kandidaten einfach in den Wahllisten gestrichen werden. Also wenn man sich den Westen genauer ansieht, dann ist der auch nicht so demokratisch, wie es die hiesige Propaganda uns glauben machen will. Die Franzosen sind überhaupt nicht, sie sind völlig unabhängig von russischer oder von amerikanischer Nuklearstrategie und von dem russisch-amerikanischen Gleichgewicht. Das ist auch gar nicht die Perzeption der Russen, dass das gefährlich wäre. Sondern, und ich glaube, das ist der dritte Punkt, den ich machen will. Sie haben recht, die Rüstungskontrollarchitektur ist zusammengebrochen. In Europa. Mhm. Das würde ich jetzt mal nicht nur den Russen anlasten. Da haben viele andere mitgewirkt. Das habe ich nun auch erlebt, unter anderem zwei amerikanische Präsidenten, die Axt da angelegt haben, Bush und Trump. Der eigentliche Punkt aber ist, wir haben noch ein Rüstungskontrollabkommen auf der strategischen interkontinentalen nuklearen Ebene. Das nennt sich New START. Und das läuft demnächst aus, nämlich Anfang 2026. Und wenn wir jetzt etwas tun, was dieses strategische Gleichgewicht gefährdet, dann werden wir ab 26, sorry, diesen Satz muss ich jetzt sagen, dann werden wir ab 2026 in einer Welt leben, in der es keine Begrenzung, rechtsverbindliche Begrenzung mehr für Nuklearwaffen gibt und ein neuer Rüstungswettlauf entsteht, wie nach Kuba, müssen wir erst wieder durch so eine Krise gehen, bis wir begreifen, was wir 1967 in der NATO begriffen haben, da gibt es ein Dokument, HML-Bericht, der sagt, Abschreckung alleine ist nicht ausreichend, tendiert zur destabilen Wirkungen. Wir brauchen den Dialog, wir brauchen die Rüstungskontrolle. Wenn wir aber stationieren, werden wir die Chancen für Rüstungskontrolle nicht besser machen, sondern verschlechtern. So, jetzt versuche ich meinen Punkt zu machen. Und dieser Punkt schließt an das, was vorher gesagt wurde. Wir haben ja ein Sondervermögen aufgelegt für die Bundeswehr, 100 Milliarden.
Wir sehen, es geht sehr schleppend voran, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wenn wir über eine Fähigkeitslücke reden, dann müssen wir ja hier bei der Bundeswehr anfangen, bevor wir das ganz große Rad drehen. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Also wo stehen wir eigentlich, Herr Art, Herr Neitzel, wenn wir über unsere Bundeswehr sprechen? Wo stehen wir? Wir stehen zu einem Punkt, wo wir von den 100 Milliarden Euro 75% ausgegeben haben, also vertraglich gebunden haben. Ich möchte jetzt einfach mal ein anderes Beispiel um darzustellen, wie lang solche Prozesse sind. Wir haben vor dem Sondervermögen für die Heron TP, das war Teil des Koalitionsvertrages, die Bewaffnung beschafft. Also eine Drohne, die erste große Drohne. Wir hatten ja eine im Auslandseinsatz und jetzt haben wir eben diese Heron TP, die auch in Deutschland jetzt fliegt und zugelassen ist. Und für die haben wir in Israel Waffen gekauft. Aber diese Waffen werden frühestens, und das ist die wurde im Februar 2022 beschafft. Und jetzt Ende 2024 werden die ersten Stückzahlen davon überhaupt erst zugehen. Das heißt, wir reden davon, wenn wir jetzt gewisse Dinge bestellen, haben wir oft einen Vorlauf von 3,5, 4, 5 Jahren, bis die Dinge zulaufen. Deshalb sieht man im Moment noch recht wenig, außer neuer Spricht auch nicht gerade dafür, dass privat organisierte Rüstungsproduktion so effizient ist. Deswegen ist die Rüstungsindustrie in Russland beispielsweise staatlich organisiert. Kleidung in der Truppe. Und wir bräuchten natürlich auch noch mehr Geld, weil wir sehr viele 100 Milliarden Euro eben in den letzten Jahrzehnten nicht investiert haben. Insgesamt... Ja, und ein paar Milliarden Euro dann irgendwo versenkt haben, sei es in irgendwelchen skurrilen Beraterfirmen oder bei irgendwelchen Rüstungskonzernen, die viel zu viel für die Waffen kassiert haben, die sie dann verkauft haben oder die einfach defekte Waffen geliefert haben. Ja. Geht es voran, auch wenn wir uns natürlich vorstellen könnten, dass es schneller vorangeht. Kann ich ganz das kurz. Das ist im Westen übrigens Normalität, dass die Armeen bzw. die Verteidigungsministerien extrem intransparent geführt werden und da sehr, sehr viel Geld verschüttet geht. Also eigentlich jedes US-Ministerium soll eine Aufstellung machen, wo sich die Vermögenswerte des jeweiligen Ministeriums befinden. Ratet mal, welches US-Ministerium es bis heute nicht geschafft hat, diese Aufstellung zusammenzustellen? Richtig, das Pentagon. Das Pentagon hat keine Ahnung, wo die Vermögenswerte, die es eigentlich besitzt, genau liegen. Also, das ist jetzt kein Scherz. Korruption und Misswirtschaft sind in westlichen Rüstungsministerien tatsächlich die Normalität, nicht die Ausnahme. Sozusagen das Problem, was wir ja sehen, ist, dass wir eine neue Art der Kriegführung in der Ukraine haben. Wir sehen KI-gesteuerte Drohnen. Es ist ein Drohnenkrieg, es sind viele tausend Drohnen jeden Tag in der Luft. Und beide Seiten, auch die Russen, die Ukrainer waren erst überlegen, Russen lernen unglaublich schnell. Und diese Heron-Drohnen, von denen Herr Ahl spricht, sind was für Einsätze, ich weiß nicht, in Afghanistan oder so. Also wir sind eigentlich auf diese Form des neuen Krieges, wie wir ihn da sehen, überhaupt nicht vorbereitet. Wenn die Bundeswehr morgen kämpfen müsste, wäre das so, ich habe es mal so geschrieben, als wenn die Kavallerie gegen Maschinengewehre kämpft. Das heißt, wir sind völlig verbürokratisiert und kommen deswegen da nicht voran. Und deswegen ist es auch irreführend, auf die reinen Zahlen zu schauen, die man hat, also wie viele Soldaten haben die eigentlich, wir haben unglaublich viel Bürokratie, sondern wir müssen letztlich sehen, welche Kampfkraft kann man evozieren. Jetzt sollte man auch die Russen nicht sagen überbewerten, da gibt es ja auch einige Stimmen, die das sagen, bis in den Himmel. Also da müssen wir differenzieren. Nur wenn wir, die Situation ist meines Erachtens die, wenn, und es ist auch, wird auch kein Szenario diskutiert, dass morgen in Magdeburg russische Panzer stehen. Aber es sind Szenarien, was machen wir eigentlich, wenn Russen in Narva über die Brücke fahren? Wie reagiert die NATO darauf? Und Stand jetzt kann auch die Bundeswehr natürlich durchaus kämpfen. Aber die Frage ist, wie lange, mit welchem Niveau? Und da ist der Anspruch und die Anforderung, die die NATO stellt, viel, viel höher als das, was wirklich gemacht werden kann. Und da muss man... Ja, die Frage ist, wo müsste die Bundeswehr kämpfen? Ich habe es vorhin schon gesagt. Wahrscheinlich in irgendwelchen neuen Stellvertreterkriegen gegen Russland, in irgendwelchen neutralen Staaten oder in Staaten, die gerade auf der Kippe stehen und nicht auf NATO-Territorium. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass Russland direkt NATO-Territorium konventionell angreift. Viel wird natürlich auch offen nicht gesprochen, weil viele Dinge geheim sind. Sind die Sorgen der Generale, dass man sind doch wirklich sehr, sehr groß, weil Russland Schritte macht, die wir so schnell nicht nachvollziehen. Herr Richter, Sie sind auch Oberst außer Dienst, aber Sie haben das alles mal durchlebt. Sie kennen die Bundeswehr auch noch in einem anderen Zustand, um es mal salopp zu sagen. So ist es. Wohin müssen wir mit der Bundeswehr, um verteidigungsfähig zu sein? Oder müssen wir überhaupt nicht verteidigungsfähig sein?
Ja, also natürlich muss die Bundeswehr verteidigungsfähig sein. Dafür ist sie da. Das ist ein Grundgesetzauftrag und eine Armee wäre sinnlos, wenn sie nicht kriegstüchtig, um mal einen Begriff zu wählen, den der Verteidigungsminister geführt hat, im Wort von sich gegeben hat. Also das ist klar. Aber zu sagen, die ganze Gesellschaft muss kriegstüchtig werden, ist natürlich politisch etwas anderes. Die Bundeswehr muss das sein. Zweiter Punkt, die Bundeswehr hat tatsächlich lange Zeit geglaubt, sie könnte mit Auslandseinsätzen, wo man Kontingente zusammenstellt aus Teilen, die nicht voll ausgerüstet waren, dass man damit auskommt, um Afghanistan oder Mali oder solche eher kleineren Konflikte zu bewältigen. Das kann man in der Verteidigung selbstverständlich nicht. Diese Erfahrung hatten wir alle bis 1989 gemacht. Da gab es noch 14 einsatzbereite Divisionen, die in 3 Tagen einsatzbereit waren. Also was wir tatsächlich brauchen, ist diese Fähigkeit herzustellen. Das ist etwas anderes, als wenn ich sage, morgen wird ein russischer Angriff erfolgen. Aber das ist ein grundsätzlicher Auftrag, den die Streitkräfte natürlich haben. Die Durchhaltefähigkeit, da haben wir ein Problem. Wir haben beim Personal ein Problem und wir haben bei der Vollausstattung des Heeres ein Problem. Wir haben aber, um jetzt mal aufs Thema zurückzukommen, wir haben innerhalb der NATO, und wir sind ja gemeinsam bei den Europäern, ich habe die Zahl vorher genannt an Kampfflugzeugen, 90% davon sind europäisch, nur 10% amerikanisch. Das sollten wir doch nicht unter den Scheffel stellen. Wir kennen ja alle die Lücken. Aber wir haben gerade im Langstreckenbereich, und ich bitte nochmal, sich mal auf diesen Bereich zu konzentrieren, ausreichende Fähigkeiten, nämlich überwiegende, die dazu führen, dass wir genauso Kaliningrad, Pskov, St. Petersburg unter Bedrohung halten können, wie die Russen das umgekehrt können. Außerdem frage ich mich, mit welchen Kräften denn? Die kriegen ja noch nicht mal die Ukraine kontrolliert. Also das wir haben nur noch kurz Zeit. Und ich würde Frau Dardelen und Herrn Aas tatsächlich darum bitten, mir kurz zu antworten auf eine Frage. Wir leben in der Demokratie. Demokratie als Kompromiss. Wie sieht denn der Kompromiss aus, der sowohl... Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Demokratie heißt nicht Kompromiss. Kompromiss zwischen wem denn? Sowohl unsere deutsch-europäischen Sicherheitsinteressen berücksichtigt, als auch die Befürchtung der Menschen. Und wir haben wirklich, wir haben nur noch... Also ich habe das Gefühl, Demokratie heißt bei diesen Moderatoren immer das, was sie gerade gut finden. Oder das, was sie gerade irgendwie positiv framen wollen. Ganz wenig Zeit. Ja. Ich würde sagen, erst einmal ist es wichtig zu wissen, dass wir eigene Interessen haben, die nicht deckungsgleich sind oder gezwungenermaßen deckungsgleich sind mit den US-amerikanischen Sicherheitsinteressen. Die gehen nur nach ihren Interessen. Wir als Europäer, und da unterscheiden wir uns mit Westbindung, meinen Sie US-Bindung, aber nicht die Bindung an europäische Staaten. Ich bin für eine eigenständige europäische Außen- und Sicherheitspolitik, die sich auf ihre eigenen Interessen beruht und sie vertritt. Und dazu gehört eben nicht geopolitisch sich so in dem Schlepptau der USA zu bewegen, sondern eine geopolitische Diversität zu haben und gute Beziehungen zu allen Großmächten. Dazu gehört sowohl Russland als auch die USA, aber auch China und Indien und viele andere Staaten. Herr Aas. Ja. Ich komm zu dir. Wenn Herr Aalto antwortet, während Herr Aalto antwortet, komme ich zu dir. Zu mir. Okay, also ich finde europäische Außensicherheitspolitik sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, das größte Problem, was wir alle lösen wollen, ist, dass der Krieg in der Ukraine endet. Und wie endet der? Indem wir jetzt tatsächlich noch einmal intensiver unterstützen, um Friedensverhandlungen. Ja, okay. Koalition ausgeschlossen. Also die Moderatorin hat ja gerade schon so hinterlistig gefragt. Demokratie bedeutet Kompromiss. Jetzt nähern Sie sich beide mal bitte an. Und hier sagt der SPDler ganz klar, nein, ich werde mich mit dem BSW nicht annähern. Ich bin nicht zu irgendwelchen Kompromissen bereit. Also Sevim Dardelen hat das ja schon sehr diplomatisch formuliert. Aber das macht er hier eindeutig nicht. Die dann stattfinden können, in Zukunft auch mit Russland und mit der Ukraine an einem Tisch vorzubereiten. Daran wird gearbeitet in der Bundesregierung. Ich hoffe, dass es schneller als später soweit ist, dass wir dort an einem Tisch sitzen und dort dazu kommen können, dass wir zu einer europäischen Friedensordnung wieder übergehen können. Das wird aber nur funktionieren, wenn beide Seiten in der Lage sind, sich so zu verteidigen, dass der andere sie auch ernst nimmt. Und dafür tragen wir bei und werden die Ukraine da auch weiter unterstützen. So, okay. Und jetzt haben wir mit den... Also Russland nimmt die Ukraine überhaupt nicht ernst. Russland nimmt dann die USA ernst. Das ist ein Konflikt zwischen Russland und den USA und die müssen sich auf ein Friedensabkommen einigen. Das heißt, wir Europäer sollten versuchen, die USA unter Druck zu setzen, dass die USA kompromissbereiter werden. Also die Ukraine, die ist komplett vom Westen und damit von den USA abhängig. Ja, ja. In dem Sinne, war eine gute Talkshow, guter Auftritt von Sevim Dardelen. Gästeauswahl hat mir auch besser gefallen als sonst. War eine faire Debatte.
Bin positiv überrascht, muss ich tatsächlich sagen. Aber sollte eigentlich Selbstverständlichkeit bei den Öffentlich-Rechtlichen sein, aber ist es leider nicht.